Im Ukraine-Konflikt hat US-Präsident Joe Biden dem ukrainischen Staatschef Volodymyr Selenskyj die Unterstützung der USA zugesagt. Eine Konzentration russischer Truppen an der ukrainischen Grenze haben international Besorgnis ausgelöst. Auf einem Videogipfel am Mittwoch hatte Joe Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einem Einmarsch gewarnt. Putin kritisierte eine antirussische Haltung. Ich muss sagen, dass Russophobie ein erster Schritt zum Völkermord ist. Sie und ich wissen sehr genau, was im Donbass geschieht. Es sieht wirklich wie Völkermord aus, wie Sie sagten. Die Sprecherin des Weißen Hauses erklärte, dass die Aggressionen von Russland ausgehen würden. Die Russen sind für ihre rhetorischen Eskalationen bekannt, ebenso dafür, wie sie Fehlinformationen in der Welt und in den Ländern an der Ostflanke verbreiten. Wir sollten ihre Bemühungen zu informieren also mit Vorsicht genießen. Was wir wissen, ist, dass die Aggression hier von der russischen Seite ausgeht. Die militärische Aufrüstung kommt von der russischen Seite. Der US-Präsident hat im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine scharfe Wirtschaftssanktionen der USA und ihrer europäischen Verbündeten gegen Russland angekündigt.